Hallo, ich bin Christoph Leim, Chefredakteur vom Metal Hammer und ich stehe hier vom Kesselhaus, wo wir heute Abend die Metal Hammer Awards verleihen werden. Metalcore ist vertreten hier, ja, mit der Band Caliban und das finden einige schlecht. Naja, das kann ich nachvollziehen. Ich bin auch nicht der größte Fan von einigen dieser Bands aus dem Genre. Aber das heißt ja nichts, denn ich finde auch manche Black-Metal-Band nicht gut. Sache ist, Metal ist mittlerweile ziemlich bunt. Die 80er sind schon ein Weilchen her, wir sind alle schon länger 26 und Metalcore ist einfach eine Weiterführung diverser traditioneller Spielarten und die hat sogar einen Vorteil eigentlich für Metal-Geschichtswissenschaftler, denn in den 90ern war ja das anspruchsvolle Gitarrenspiel so ein bisschen vergessen, zumindest bei den erfolgreicheren Bands, während die traditionellen ja eher untenrum dümpelten und auch nichts Interessantes zustande gebracht haben und die Metalcore-Bands können in der Regel ganz schön gut spielen. Ja, ich finde das ganz gut. Ich spiele auch ganz gerne Gitarre. Das heißt, meines Erachtens, ich verstehe, wenn es einem nicht gefällt. Ich verstehe, wenn einem die Attitüde oder das Outfit nicht gefällt, weil es mit der Tradition ein wenig bricht. Aber es ist eine weitere Metal-Spielart halt. Wer weiß, was als nächstes kommt oder was als nächstes wieder zurückkommt. Also ich bin da ganz entspannt. Das Leben ist zwar zu kurz für Kackmusik, aber jeder kann selber entscheiden, was er für Kackmusik hält.